Deine Gelenke müssen beweglich und stabil sein. Betrachtest du den Körper als Ganzes, gibt es Gelenke, deren Funktion es ist, beweglicher zu sein, während andere eher für Stabilität sorgen. Sie brauchen beides, aber zu unterschiedlichen Anteilen. In meiner Anfangszeit vom Training habe ich nie darüber nachgedacht. Das war der Grund, warum ich immer wieder kleinere Zipperlein hatte und sich manchmal Schmerzen nach dem Krafttraining breit machten. Stell es dir vor wie eine Kette von unten nach oben. Hier ist eine grobe Darstellung für dich. Dein Fuß braucht Stabilität, dein Sprunggelenk Beweglichkeit, dein Kniegelenk Stabilität, deine Hüfte Beweglichkeit, deine Lendenwirbelsäule Stabilität, deine Brustwirbelsäule Beweglichkeit, deine Schulterblätter Stabilität, deine Schultergelenke Beweglichkeit, deine Halswirbelsäule Stabilität. Jedes Mal, wenn ein Gelenk nicht über die notwendige Beweglichkeit oder Stabilität verfügt, springt das Gelenk unterhalb oder das Gelenk oberhalb ein und die Kette gerät durcheinander. Denk das nächste Mal dran, wenn es im Knie zwickt. Wahrscheinlich liegt die Ursache eher in der Hüfte oder im Sprunggelenk. Wenn du das Gleichgewicht hergestellt hast und die Verteilung der Kette passt, kannst du das Ganze im Krafttraining gezielt zementieren. Das ist das, was die meisten Beweglichkeitsfreaks vergessen. Und das Ergebnis davon ist zu viel Beweglichkeit und zu wenig Stabilität. Hypermobilität im Erwachsenenalter ist kein Vorteil, denn